Und ihr könnt mir jetzt folgen. Ich glaube, die führen immer denselben Pattern. Aber die können nicht springen. Okay, ich muss aufpassen von dem Snake hier. Hier rüber. Okay. Hier hinauf. Beeilen wir uns, beeilen wir uns. Hier rüber. Hier hinauf. Dahin. Hier rauf. Okay. First try, ohne irgendwelche zu verlieren. Hell yeah. Hell to the yeah. Zack. Geh zurück. Ich will nicht, dass ich, nachdem ich es geschafft habe, meine ganzen verlieren. Also, folgt mir. Boah, die Effekte hier sind, sieht richtig geil aus. Dafür, wenn man bedenkt, dass das Spiel 2002 war. Von 2002 ist. Wir brauchen 6. Wir haben 4. Was? Mit? Was? Hä? Wo ist der Rest? Nein! Ich hab gedacht, wir hätten alle. Oh, geht mal rein. Damit ich nicht mal an euch denken muss. Hä? Wo sind denn die letzten zwei? What? Warte, die suche ich jetzt. Oh, ich liebe immer noch Yu-Gi-Oh! Die Serie habe ich nur, als ich sehr, sehr klein war, gefeiert. Und danach habe ich... Naja. Keine Ahnung. Ich habe heute... Ich habe jetzt vorne... Warum bist du hier... Warum seid ihr hier stehen geblieben? Volltrottler, so hatte ich doch alle. Okay, cool zu wissen. Serie habe ich jetzt vor kurzem mal wieder kurz angeguckt und... Es ist halt das, was man sich erwartet. Dazu, beziehungsweise nein, es ist nicht das, was man sich erwartet. Besser gesagt. Die erste Folge von der alten, originalen Yu-Gi-Oh!-Serie, die könnte so gut wie jede andere Serie sein. Das ist, die Anfangsfolge denkt man sich, ah ja, das sind nur Freunde, die mit Karten spielen oder sowas. Und man denkt nicht so, ah shit, die ganze Serie redet nur darüber, mit Karten zu spielen. Solche Gedanken macht man sich dann nicht. Nur schaut man eine zweite Folge an und denkt sich so, ah, das wird wohl jetzt jede Folge so sein, oder? Es ist blöd, dass die immer denselben Spawnpoint haben. Ich glaube, es war besser mal mit wenigen durchzurushen und danach erst die anderen zu holen, sobald die Gegner weg sind. Vielleicht ist das schlauer. Was? Wieso wartet ihr? Ich habe Angriff. Ich habe doch... Habe ich nicht Angriff? Kommt mit. Kommt mit. Oh, wie er so happy ist. Zack, du kannst mit, weil du auf dem Weg bist. Oh, nee, wie viele braucht man jetzt hier? Zack. Au, Arschloch. Okay. So. Nein, Angriff! So. Ich glaube, jetzt können wir alle holen. Jetzt gehen wir alle holen. Wo wir das hinter uns haben. Es gab ja auch schon irgendwie immer, seitdem es Pokémon, seitdem es Yu-Gi-Oh! Gibt, den Streit. Yu-Gi-Oh! Versus Pokémon. Die Sache ist halt, dass es nicht dieselbe Sache ist. Ganz einfach, weil Yu-Gi-Oh! Wirklich nur um Karten geht. Und bei Pokémon gefühlt grundlos Karten bekannt geworden sind. Ich habe wirklich gar keinen Plan, warum die Karten von Pokémon so bekannt sind. Ich hab selbst ja auch schon 900 Stück davon. Gezählte 960, glaube ich, waren es. Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau. Das ist jetzt Jahre her, wo ich es gezählt habe und alles. Aber, oh mein Gott, seid ihr viel und seid ihr niedlich. Oh! Ja, es ist halt, es ist nicht dieselbe Sache. Man kann es nicht vergleichen. Das ist so, als würde man, ach, keine Ahnung, als würde man ein gutes Steak mit einem guten Fisch vergleichen. Es ist immer noch alles beides Essen, aber es ist etwas vollkommen anderes und etwas, was seinen Job auf eine ganz andere Art und Weise gut macht. Und gut, dass er diese Mauer zerstört hat. Das musste man tun. Diese Mauer stand uns wirklich sehr im Weg. Das war, die war anstrengend anzusehen, diese Mauer.
Mein Fav von den beiden, ach, keine Ahnung. Höchstwahrscheinlich immer noch Yu-Gi-Oh!, weil ich schon seit vielen Jahren eher so auf Edgy-Zeug stehe. Also, wenn ich irgendwo irgendein Element auswählen kann, wo aus irgendeinem Grund Schatten dabei ist, obwohl Schatten kein Element ist. Also, ja, ist es nicht. In der griechischen Mythologie nicht und ich glaube nirgends. Egal, bei Computerspielen steht oft Element auswählen und dann Schatten oder sowas. Ich nehme immer Schatten. Wenn es einen Charakter gibt in einem Spiel mit Zacken oder schwarz angezogen oder sowas, wie in OW Reaper, ich spiele den als erstes. Und das habe ich bei Reaper auch getan in OW. Ich habe als erstes ihn gespielt. Aber egal, hier ist mal Cutscene. Das hier zeige ich Ratchet besser nicht. Oha? Planet Pukitaru. War Pukitaru nicht auch der erste Planet von Ding? Ratchet & Clank, welchen Teil? Ah, hier kann ich jetzt durch. Ratchet & Clank, Size Matters was, ja. Ah, stimmt, das ist der Strandplanet. Ja, ja, ich erinnere mich, Ja, ja! Wir haben jetzt Magnetschuhe. Wir können zurück zu Ratchet. Oh. Hey! Gibst du mir die jetzt oder nicht? Sie sind magnetisch. Sie scheinen an mir festzuhängen. Oh. Was hast du denn da drin? Rädchen, Metallspäne, Staub. Du weißt, was ich meine. Was ist es? Ich zeig's dir, aber du musst versprechen, dass du dich auf die Mission konzentrierst. Hat es was mit Quark zu tun? Städte sind voller Smog, Sümpfe sind voller Schlamm und Teergruben voller Teer. Aber hier im Jowai-Seebad scheint die Sonne 24 Stunden am Tag. Besucher erhalten eine gratis O2-Maske zum Tauchen. Die zutraulichen Meerestiere erwarten ihren Besuch im herrlich blauen Wasser. Mit ihren gratis Schwimmflossen können sie auch an Schwimmwettkämpfen teilnehmen. Kommen Sie also ins Jowai-Seebad und vergessen Sie alle Ihre Sorgen. Jowai Seebad, Pukitaru. Wusst ich's doch. Ach komm schon, schalt deinen Spießermodus aus und hab Spaß. Pass auf, wir bleiben nur, bis wir die O2-Maske haben. Vielleicht hilft der zusätzliche Sauerstoff deinem Hirn ja auf die Sprünge. Ja, und vielleicht rostet dir das Salzwasser den Mund zu. Ja. Meine Güte. Was sind das denn für sick Burns hier? Okay, wir können jetzt auf Batalia wieder. Warte, hier hat uns auch was gefehlt. Ja, überhaupt. Hier waren wir gar nicht. Machen wir erst... Nee, ja, gehen wir erst Batalia, machen wir Batalia fertig. Und dann können wir ja weiter. Ja, wenn irgendwas Edgyes auswählen kann, ich tue es. Ich nehme es dann. Ich will es sofort. Gäbe es bei Ratchet & Clank einen Modus, wo alles, keine Ahnung, mega edgy ist. Hashtag Ratchet & Clank Gladiator. Dann spiele ich's und weiß nicht, wie oft und lange. Keine Ahnung, ich glaube, ich war immer schon so. Ich weiß es nicht. Immer schon so heißt, es ist nicht so, als wäre ich auf die Welt gekommen mit so Teufelshörner-Zeichen an der Hand und so Tod allen Lebewesen oder sowas. Nee, das eher nicht. Aber what the fuck? Eine Schönheit. War es immer schon so, dass die Runde dreht? Hallo, Fellknäuel. Hallo, Fellknäuel. Ach so. Ah, jetzt haben wir Visionsbombenwerfer auch. Das ist eine neue Waffe. Stimmt, ich erinnere mich. Mit der. Das, die brauchen wir sogar, glaube ich, bei. Wie heißt der Planet? Warte. Bei. Hier, Orxon. Braucht man die, glaube ich, sogar. Um etwas zu machen. Warte, hier ist ein kurzer Cut. Ich bin gleich wieder da. Whoop. Ah. Ah. Wo ist meine... alles rumgeflogen. Hilfe. Okay. Ist noch alles da? Lebe ich noch? Ist hier überall alles okay? Ich meinte nicht Pukitaru. Hier, Orxon. Bei Orxon braucht man sogar die Waffe, meinte ich. Wie heißt die? Ich habe heute ein paar tolle Sonderangebote. Freut mich. Was? Visi-Bombenwerfer. Meine Güte. Ich kann nicht mehr reden. Die brauchen wir. Ich glaube, wir rushen. Ne, wir brauchen nicht mal rushen. Hier ist ja... Stimmt. Hier ist ein Taxi. Ich habe schon gedacht, ich muss die ganze Runde wieder machen. Oh, ne.
Die hätten mich jetzt runterhauen können. Hätten sie es gewollt. Klingt langweilig. Oh nee, das sind Gegner. Egal, wir haben die Stiefel, die wir gebraucht haben. Das heißt, wir können jetzt Wände hochrennen. Zumindest welche, die so aussehen. Hilfe. So much no. Ach du meine Güte. The hell. Ich bin geradeaus drüber gesprungen. Ja, ich weiß. Ich habe Magnetstiefel jetzt. Ich glaube, die tut er automatisch. Ja. So. Wieso müssen es immer so schmale Wege aber sein? Das ist schrecklich. Auf. Was war das für eine Rettung? Okay, ich mach's ganz langsam. Wir können auch keine Waffen auswählen. Also, gegen die da hinten können wir nichts tun, außer schlagen. Also einfach beten, die dürfen uns nicht erwischen. Gut, dass die Range irgendwie so broken ist. Oh, ich find's cool, wie die Bowls trotzdem noch runterfliegen. Das ist eigentlich... Normal. Ach du meine Güte. Das ist irgendwie so übertrieben cool gerade. Aber auch so unmöglich zu lenken. Ich benutze gerade die Pfeiltasten. Okay, doch nicht. Ich benutze den Analogstick. Okay. Nein. Bumm. Okay, die tut's one-shotten. Jetzt bin ich hier. Den da oben würde ich gerne wissen, was der ist. Der ist schon die ganze Zeit hier rumgeflogen. Au. Verdammt. Ich hasse die Mistviecher. Und weil sie gehasst werden, haben sie bis noch bis zu Ratchet & Clank 3, glaube ich, noch drin gelassen. Ekelhafte Leute von Insomniac. So, hier hinauf. Zack. Wir machen die Brücke raus und wir brauchen nicht mehr den Weg zu machen mit den Stiefeln. Noch du meine Güte, Gott sei Dank. Okay. Vielleicht finden wir hier oben noch Geld. Ja, tun wir. Und Leben, das ich brauche. Und Munition, die ich brauche. Perfekt. Wenn ich mich recht entsinne, müssten da jetzt irgendwo viele Gegner kommen. Ja, genau hier. Bumm. 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 Okay, du bist mal außer Gefecht. Außer Gefecht heißt nicht, dass der tot ist. Fuck. Ziel auf ihn! Das war viel zu knapp für meinen Geschmack. Okay, die können wir jetzt nichts mehr machen. Bowls kriegen wir noch nicht, bis wir sie gekillt haben. Davor schauen wir mal, dass der Ort hier sicher ist. Bevor wir hier aber noch irgendwas machen. Ich erinnere mich an nichts mehr ab hier, wie schon... Ich glaube, das habe ich letzte Folge erwähnt. Letzte Folge heißt... In der letzten Session habe ich es erwähnt. Ich kenne mich hier nicht mehr aus. Weil ich selten so weit komme. Ist da irgendetwas? Vielleicht? Nö, da ist nichts. Ist vielleicht irgendwo oben etwas? Vielleicht, wenn ich auf dich raufgehe. So, und nope. Okay, ich warte, bis er nochmal eine Runde macht. Vielleicht kriegen wir so die Bowls, die da oben stecken. Ist hier wirklich nirgends Gold Bolt oder sowas oben? Ich hatte mir irgendwie in den Kopf gesetzt, dass irgendwo oben ein Gold Bolt ist. Ach, egal. Warte. Zack, zack, zack. Und das war einer. Könnt ihr den auch durch werfen können? Nope. Zack, zack, zack. Passt. Du nervst bitte nicht. Wir holen alles Geld, was wir holen können. Okay, warte, so können wir hier rauf, glaube ich. Hopp, nein, warte. Ich kann das schaffen. Hopp. Yes. Skill. Okay, hierauf sind wir schon gekommen. Geld holen.
Hier ist wirklich nirgends ein Goldbolt. Ich weiß nicht, warum ich im Kopf hatte, dass hier irgendwo ein Goldbolt ist. Aber ich kann... Okay, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ist aber auch egal. Wo war ich davor beim Thema? Ah ja, Pokémon vs. Yu-Gi-Oh! War ich ganz, bin ich ja eigentlich von ausgegangen und danach weiß nicht, was ich dann für einen komischen Übergang gemacht habe. Vielleicht rede ich später darüber, weil jetzt wird es, glaube ich, ziemlich nicht leicht. Hallo Klempner, wie bist du hier? Hey, euch zwei kenne ich. Ah, der Klempner-Fritze. Sehr witzig. Was machen Sie hier, Sir? Reparaturen, was sonst? Ich repariere die schlechte Luftabwehr dieses Planeten. Dann beeilen Sie sich besser. Das Geschütz ist in Ordnung, du kleiner Spinner. Die Leute sind das Problem. Es gibt einfach nicht genug Besatzungen. Ich kann ganz gut zielen. Du? Nein, das kostet mich den Job. Ach, kommen Sie. Was bringt es, ein Geschütz zu warten, wenn es niemand benutzt? Außerdem haben die Blag sie vom letzten Planeten vertrieben. Geben wir es ihnen. Na gut, dann probier's halt. Aber mach ja nichts kaputt. Ich find's toll, wie die Untertitel ständig, das ist mir schon seit einer Weile aufgefallen, die ganze Zeit etwas anderes sagen oder umformulieren, wie sie halt gerade Lust und Laune haben. Was die da sagen. Okay, wir müssen jetzt mit dem Riesenteil schießen. Okay, wie geht denn das? Pew, 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 pew. Ach du meine Fresse. Ah! Das ist schwerer, als ich es in Erinnerung hatte. Und ich weiß auch nicht, ob die richtigen sind, drauf zu schießen. Ah, ich glaube, man hat mich getroffen. Ah. Ich hatte das irgendwie leichter in Erinnerung. Ah! Killen, 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 killen. Komm schon! Hier kommt eine Rakete. Okay, ich glaube, die drehen die ganze Zeit Runden. Hier kommt eine Bombe. Au! Ich glaube, die hat getroffen. Okay. Dich nicht vergessen. Stilpunkt! Wofür? Okay, da hatte ich nichts mehr machen können. Wofür habe ich einen Stilpunkt bekommen? Ah. Ich weiß immer noch nicht, Ach, egal. Ich mache einfach. Was ist das Weiße überhaupt? Das Weiße, was es hier anzeigt. Au. Wieso lenkt sich das so schwer? Könnt ihr mal bitte Oh, einer ist down. Einer. Hier kommt irgendwo... Ah! Hier. Ah! Ach du meine Güte, bin ich schlecht in der Sache. Hört auf mich zu schießen. Ich möchte euch doch nur zerstören. Ich gucke gerade auf die Minimap jedes Mal. Die roten Punkte sind Schüsse. Okay, du bist auch down. Du hattest einen Schuss. Ach du meine Fresse. Ah, das Weiße, glaube ich, sind... Ja, das sind gerade gestartete Schüsse. Okay, nice. Fliegen die immer weiter weg von mir? Habe ich irgendeine Zeitbegrenzung? Ja. Da war irgendwas Weißes. Ah. Okay, das ist der Letzte. Okay. Den können wir schaffen. Schnell abschießen, bevor der Schuss ankommt. Ah, der ist eh jetzt. Der ist eh weg. Go, 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 go. Ich glaube, das ist das Boss-Schiff, was am längsten braucht. Nein! Aufgewacht. Du hattest verdammtes Glück, dass ich deinen bewusstlosen Hinterteil ausgeschleift habe. Und das Geschütz habe ich auch wieder repariert. Nein! Nochmal! Nochmal! Noooooooo!